Hallo Andreas. Hallo Katharina. Ich freue mich, dass wir ein Update machen. Was ist das? 4, 5 Jahre nach unserem letzten Video? Ziemlich lang schon, gell? Jahre, genau. Also nicht genau. 4,5. Ja. Ja. Hm. Ich war total neugierig, von dir zu hören und wie es dir geht. Und einer der Auslöser war, dass ich in den letzten Wochen und Monaten wieder angefangen habe zu tanzen. Und also weißt du, morgens, ich stehe auf und dann, ich tanze nur so ganz langsames Zeug. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt eigentlich wäre ich jetzt bereit, mal wieder irgendwie zu waven. Das habe ich schon so lang, also ewig nicht mehr gemacht. Und dachte ich, oh, es wäre irgendwie toll, auch mal mit dir wieder zu tanzen. Aber Corona hat die Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Dann dachte ich mir, okay, ich will auf jeden Fall hören, wie es dir geht und wo du stehst. Und gucken, wo das Leben dich hingeführt hat in diesen letzten Jahren. Und wir haben uns ja vorher schon kurz ausgetauscht und haben festgestellt, dass es eine Menge spannende Themen gibt zum Älterwerden, zum Leben, zum Sterben, zum Loslassen, zum Tanz mit Nichtwissen. Mhm. Tanz nicht wissen, wo die Zukunft uns hinführt. Und ja, von daher freue ich mich unglaublich auf unser Gespräch heute. Ja, ich freue mich auch. Das ist so auch eine spannende Zeit jetzt, weil damals war es eine Auszeit, jetzt ist auch wieder eine Auszeit. Das stimmt. Unfreiwillig. Aber es ist eine neue, ja, und von daher ist, und es gibt Parallelen und es gibt Unterschiede, ja, schön. Also Corona macht auch extrem viel Möglichkeiten auf, ne? Innovation, also, ne? Es klingt nach einer Zeit von Loslassen und Innovation. Ja, also Loslassen, Innovation, und es ist so eine zwangsverordnete Auszeit wie damals. Mhm. Nur damals war es freiwillig, jetzt ist es zwangsverordnet, aber es gibt die Gelegenheit, wie mal das, was ich bis jetzt auch die letzten 5 Jahre wieder recht intensiv gemacht habe, wie mal geht nicht mehr und an loszulassen und dann zu schauen, was ist es eigentlich, was mich ruft. Und mich hat halt jetzt vor allem diese Naturgeschichte gerufen, dieses Tanzen im Wald, wo ich im Lockdown angefangen habe, für mich alleine, und diese unglaubliche Vielfalt entdeckt habe mit dem Wald und mit Natur und dieser Wildheit, die Natur mir da schenkt, und die meine Wildheit und meine Gefühle so richtig auch ins Fließen bringen kann, und das auch als Heilressource so entdeckt. Ne? Und das will ich jetzt, und das mache ich jetzt in religiösen Feiern, dass ich das Energiefeld auch Menschen anbieten will, wo wir gemeinsam in sowas reingehen. Und das ist für mich auch der beste Gottesdienst ever. Also ich habe ja, manche meiner Anlässe habe ich immer schon Gottesdienst genannt, aber das ist... Kirche tanzt, ne? Ja? Kirche tanzt. Sweat Your Prayers. Genau, ja, oder Sweat Your Prayers. Aber das ist jetzt für mich wirklich so diese Art von Gottesdiensten, die ich als Kind auch schon, meine Mutter, das ist mir eben in die Wiege gelegt worden, der Pfarrer, meine Mutter war schon bei der Geburt klar, der muss Pfarrer werden, oder der, ich kam in einer extrem katholischen Familie auf die Welt, und da war klar, einer muss muss daran. Und das war schon bei der Geburt, hast du schon den. Es gibt heute noch Bilder, wo ich meine Mutter sehe, so ganz verzückt mit mir an der Taufe. Ich wurde auch schon nach 7 Tagen getauft. Als musste also alles, und sie war halt, das war halt ihre größte Wunsch, so, dass da ein Priester rauskommt. Und ich konnte mich ja dem auch nie ganz verwehren, habe dann Theologie studiert, habe auch geliebäugelt und habe dann auch Jugendseelsorger gespielt, 5 Jahre lang als Rolle, aber nicht als in der Priesterrolle, sondern als Laientheologe, weil ich wusste, ich kann die 3 Gelübde, die ein Priester ablegen muss in der katholischen Kirche, eines kann ich ablegen, das wäre noch das Gelübde der Armut, wobei ja die meisten Priester nicht wirklich in Armut leben. Aber das wäre noch gegangen, aber die 2 anderen war klar, es geht nicht. Ehelosigkeit
ist für mich völlig. Also Ehelosigkeit schon, aber ich will auch nicht heiraten, aber meine Sexualität nicht teilen dürfen, das ist für mich unmöglich. Also das ist sowas, ein Geschenk Gottes und sich das abschneiden zu müssen, das ist ja irgendwo birreweich für mich. Also und das Zweite auch Gehorsam gegenüber dem Bischof, das war für mich klar. Ich gebe meine Autonomie nicht irgendeinem Menschen ab, den ich nicht mal selber ausgesucht habe, wenn es jetzt mein Lehrer wäre, den ich anerkennen würde, dann wäre es in Ordnung. Aber es ist einfach ein wildfremder Bischof, der über mich bestimmt. Da war mir klar, das geht nicht. Aber ich habe diese Rolle als Jugendseelsorger gespielt und auch, und jetzt, interessanterweise, mit diesen religiösen Feiern, Schließt sich ein Kreislauf irgendwie, oder? ja, und ich entdecke auf einmal die Lust daran, dass ich auch wirklich sowas, so Rituale gerne mache, wie sie Priester früher gern gemacht haben. Wie zum Beispiel letztes Mal, da haben wir so eine Art, ein ganz kurzes Segnungsritual gemacht, wo ich aber auch klar gesagt habe, der Priester hat am Ende eines Gottesdienstes immer gesegnet. Geht hin in Frieden und er hat gesegnet. Und mir ist klar, jeder von uns ist ein Priester. Und dann haben wir so gemeinsam ein Segnungsritual gemacht, wo jeder jeden gesegnet hat und mit den Händen ausgebreitet. Und es sind einfache, sagen wir mal, Rituale. Man kann sie empfinden, wie man will. Aber sie haben eine Wirkung, weil es darin auf einmal ein Energiefeld geschaffen wird, in der Segnung, wo wir uns das Gute wünschen, wo wir uns wirklich das Heilsein wünschen, wo wir alle berufen sind dafür und uns darin segnen. Und wenn das alle machen gegenseitig, dann ist das wie so, da öffnet sich auf einmal auch so diese verbindende Qualität, wo wir spüren, wir sind eins, wir sind da, wir sind wirklich. Und was uns wirklich verbindet, ist die Liebe. Es ist Liebe, was da im Spiel, wenn wir uns segnen, da ist, das ist ein Liebesspiel. Und Gottesdienst ist nichts anderes als ein Liebesspiel. Wenn ich in Bewegung gehe, dann ist es ein Gebet, wo ich mich mit Gott in Liebe verbinde, der diesen Körper oder wo ich diesen Körper geschenkt bekommen habe und ich bringe ihn in Ausdruck, weil Gott nichts anderes wollte, als dass dieser Körper voll und ganz lebt. Und das ist Beten. Ich gehe in Verbindung mit Gott oder mit dem Göttlichen und ich gehe in Verbindung mit Menschen und jetzt vor allem auch noch, ich gehe in Verbindung mit der Natur. Das ist für mich diese neue Entdeckung. Ich merke schon, ich glaube, ich kann gar nicht mehr wirklich so einfach in Innenräume mehr zurück, weil diese Natur, dieser Wald und diese Bäume und diese Erde und das Moos, wo ich rieche und der Schnee, der Frische und die Blätter, und vor allem ganz stark das abgestorbene Holz, wo der Tod. Wo aus dem wieder ein neues Leben kommt, das sind Pilze, das sind Insekten, das sind Pflanzen, das aus diesem Holz kommt, aus diesem Totenholz. Und ich sehe, wow, das ist Leben, das ist die Wildheit vom Leben, da gehört der Tod dazu, da gehören die Schönheiten von diesen Lebewesen dazu, die Bäume. Wenn ich jetzt in den Wald gehe, ich sehe Lebewesen. Ich sehe keine Bum, 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 den Wald nicht mehr vor Bäumen oder so, sondern ich sehe, das sind Lebewesen. Da ist jeder Baum ein einzigartiges Lebewesen wie du und ich. Du bist ein ganz anderer Baum auf eine Art wie ich. Und es ist unglaublich schön, dass wir uns da so begegnen und die Unterschiede sehen können. Und gleichzeitig wissen, wir sind genau das Gleiche aus dem gleichen Material, aus dem gleichen Sternenstaub gemacht und haben irgendeine verrückte Form angenommen, die halt du als Frau mit deinem Gesicht und deinem Lachen und ich als Mann einfach irgendwie verrückt anders und gerade deswegen so einzigartig schön. Ne? Und das liebe ich halt, dass man das, und das ist im Grunde die religiöse Feier, dass wir das erkennen, wir sind A, verbunden, wir sind zwar körperlich, du und ich, andere Wesen, aber wir sind im Gleichen und dieser verbindende Charakter, der kann in einer religiösen Feier enorm stark zum Vorschein kommen. Und wir sind verbunden mit dem großen Ganzen, also mit dem, was wir als Gott, Universum, Liebe bezeichnen. Jeder Ausdruck ist eigentlich ein Blödsinn, weil jeder sofort irgendwie was damit assoziiert. Aber wir wissen alle, da gibt es etwas, wo wir nicht isoliert sind davon und wo
wo wie was Größeres ist als nur dieser getrennte Körper. Und da sind wir eins damit, da sind wir immer schon eins. Und das wieder zu spüren, das zu erleben, darum geht es auch in der religiösen Feier. Und deswegen entdecke ich diesen Priester wieder so, der auch Leuten so gerne auf eine Art vermittelt, aber nicht in dem Sinn, dass da einer wäre, der da wie traditionell das Denken war, der Priester hat die göttliche Macht und spendet sie in Sakramenten zu den Menschen. Das ist so eigentlich ein Missbrauch und auch, basiert auch auf Angst, weil die göttliche Macht ist in dir genauso, die ist in jedem, die ist in einem Baum, jeder drückt sie anders aus, jeder hat eine andere Facette von dieser göttlichen Qualität, aber es ist ein Blödsinn zu glauben, dass ein Priester oder ein Bischof oder ein Papst oder ein Dalai Lama oder wer auch immer mehr im Besitz dieser Göttlichkeit wäre. Da bist du genauso volle Kanne davon beseelt wie ich auch. Das hat mich an der Kirche immer zur Raserei gebracht, diese Gehorsamkeitsnummer. Also, Bis ich danke dir von Herzen.